Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im Dortmunder Westfalenstadion. Willkommen zum letzten Test der Nationalmannschaft vor dem Abflug zur Weltmeisterschaft. Der Gegner aus Holland, kein unbeschriebenes Blatt, zwar in Mexiko nicht dabei, aber Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Mannschaften hatten ja immer schon ihren besonderen Reiz. Sie sehen das weite Rund des Westfalenstadions fast gefüllt. Es mögen gut 40.000 Zuschauer sein, die sich bisher eingefunden haben. Und was sicherlich am meisten interessiert ist, wie spielt die deutsche Mannschaft. Was das Team von Franz Beckenbauer angeht, die Zeit des Pokerns geht zu Ende. Heute heißt sein Spiel 17 und 4. 17 Tage bis zur Weltmeisterschaft. Vier Spieler bleiben hier. Hoffentlich ist nicht ein Trumpfass dabei. Denn es gab Ärger im deutschen Team. Ärger um Toni Schumacher, den wir hier rechts im Bild sehen. Aufgrund eines Zeitungsinterviews, der hat gesagt, die Stimmung in der deutschen Mannschaft sei schlecht. Franz Beckenbauer war stinkesauer. Vor zwei Stunden gab es eine Aussprache zwischen Schumacher und dem Teamchef, den wir hier sehen. Das Thema ist vom Tisch, aber Schumacher sagt, in Mexiko gebe ich keine Interviews mehr. So viel zur Vorgeschichte und nun zur Aufstellung der deutschen Mannschaft. Uli Stein im Tor, Berthold von Frankfurt ist dabei, Hans-Peter Briegel, Eder, sein zweites Länderspiel heute, Matthias Herget wieder Libero, Rolf Litbarski, Matthäus Brehme, Völler und Allers im Angriff, die Nationalhymne. Hier im Dortmunder Westfalenstadion ist gut. Das Wetter lädt förmlich ein zum Fußballspielen, kann man sagen. Und das ist Schiedsrichter Franz Wörer aus Österreich, Hauptschullehrer in Wien mit großer internationaler Erfahrung. Er hat schon dreimal ein Spiel der bundesdeutschen Mannschaft geleitet. Und links sehen wir den Mannschaftskapitän der Gäste aus den Niederlanden. Das ist nicht etwa der Bruder vom Tennisspieler Yannick Noah, den wir vor drei Jahren auch in solch einer Haarpracht sahen, sondern der Kapitän der holländischen Fußballnationalmannschaft, der große Star des Teams, Ruud Gullit vom neuen holländischen Meister PSV Eindhoven. Und hier haben wir gleich die Aufstellung van Breukelen, ohne Frage die Nummer 1 im holländischen Team. Und dann gibt es dort auch einige Änderungen. Rinus Michels muss so auf erfahrene Spieler wie Marco van Basten, Frank Rijkaard und Michael Falke verzichten. Und hat im Sturm mit De Witt einen erfahrenen Stürmer und mit der Nummer 9, das ist Johnny van het Schip. Er hat sein erstes Länderspiel gemacht vor wenigen Tagen gegen Schottland. Der Kapitän der bundesdeutschen Mannschaft, das darf ich noch anfügen, ist heute Hans-Peter Briegel. Und beim Anstoß Rudi Völler und Klaus Allofs. Und der dürfte heute besonders motiviert sein. Wir erinnern uns, unter Rinus Michels in Köln wurde er häufig gedemütigt, ausgetauscht. Und im Spiel gegen die Niederlande war er zuletzt besonders erfolgreich bei der Europameisterschaft 1980, als er nämlich in Neapel gleich drei Tore erzielte.
Thomas Berthold, der viel Schwung in das Spiel der deutschen Mannschaft brachte in Bochum. Dann mit der Nummer 10 Andreas Brehme, jetzt im Mittelfeld. Erste Attacke von Littbarski. Rolit. Rolf, der Hamburger, der das Mittelfeldspiel beleben soll, hat viel Raum. Und die erste Attacke gegen Rudi Völler, der nach seiner Verletzung in Bochum doch hervorragend auftrumpfte, wünschen wir ihm, dass ihm heute ein ähnlich gutes Spiel gelingt. Fahnenberg. Brehme. Ja, und da war blitzschnell John van der Zwip dazwischen. Rolit. Und freie Fahrt für Danny Blind. Ja, man merkt den Gästen an, es ist ein eingespieltes Team. 6 Spieler von Ajax Amsterdam sind dabei. Sie bilden praktisch das Gerippe dieser Elf. Dann für Rinus Michels ist dieses Spiel ja auch sehr wichtig. Denn am 15. Oktober heißt es in Budapest die erste Qualifikation zur Europameisterschaft. Und zuvor hat er aufgrund der Sommerpause und der Weltmeisterschaft keine Möglichkeit mehr zu einem internationalen Vergleich. Norbert Eder. Rudi Völler attackiert von Van Tichelen. Ja, schnelles Direktspiel. Klaus Allofs. Ja, das war sein rechter, etwas schwächerer Fuß. Sonst hätte er sicherlich abgezogen. In der Mitte war keiner mitgelaufen. Hans van Breukelen vom neuen holländischen Meister PSV Eindhoven. Und das ist der Libero der Holländer. Das ist Ronald Koeman. Also Sie sehen weite Pässe. Koeman spielt ähnlich wie Matthias Herge, dem deutschen Team. Mal vor, mal hinter der Abwehr. Stets bemüht, das Angriffsspiel schnell und unkompliziert nach vorne zu tragen. Jeder, die Holländer stören frühzeitig. Völler. Ja, die deutschen Spitzen sind gut abgeschirmt. Van Tichelen kümmert sich um Rudi Völler, während Siloy von Ajax Amsterdam die Bewachung von Klaus Allofs übernommen hat. Ja, und dieser Mann hat eigentlich schon alles gespielt in seinem Verein, außer die Position des Torhüters. Er ist der Kopf, die tragende Säule dieser Mannschaft. Riegel Herget. Wieder Völler gegen Van Tichelen. Ja, und da gibt es Freistoß. Rudi Völler deutet zwar an, er habe den holländischen Torhüter nicht berührt. Aber ich glaube, er hat ihn doch leicht touchiert, den Hans van Breukelen. Siloy. Ja,
Bauters. Schiedsrichter Wörer steht gut auf Ballhöhe. Rolf. Da hat er sich den Ball etwas zu weit vorgelegt. Ja, die deutsche Mannschaft hat ja in den letzten Wochen unter Teamchef Franz Beckenbauer viel Kondition geknüppelt, kann man fast sagen. Und Franz Beckenbauer sagte heute, man muss den inneren Schweinehund bekämpfen, auch wenn man konditionell fast am Ende ist. Ich will sehen, was die Mannschaft heute nach den Strapazen der letzten Tage noch bringt. Ja, Foulspiel von Berthold an Rob de Witt. De Witt hat dabei einen Schuh verloren. Freistoß Kuhmann. Siloy. Gut aufgepasst. Ja, und das wollen wir sehen. Das Spiel in die Spitze von Herget. Hier gut gedacht auf Rudi Völler. Ja, das war sicherlich überflüssig, was Matthias Herget da macht. Er knallt den Ball ins Tor aus zum ersten Eckball für die Niederlande. Er hätte den Ball auch in Seiten austreten können. Nach gut 7 Spielminuten, also der erste Eckball für die Gastmannschaft. Hereingebracht von Rob de Witt. Ja, das war richtig von Uli Stein. Den Ball konnte er nicht mehr fangen. Van Tichelen, Kuhmann. Viel Bewegung im holländischen Spiel, aber gut aufgepasst. Matthäus verliert das Duell gegen Siloy. Ja, sie sind wendig, die Holländer. Ja, das war kein Strafstoß, den Fulit da schinden wollte. Aber dann naht er gleich 3, 4 deutsche Abwehrspieler. Sie sehen, welch eleganter Spieler. Hier haben wir ihn. Fulit, der Gegenstoß Alof, gedachtes Zuspiel auf Feld. Ja, Franz Beckenbauer muss also auch in seinem letzten Testspiel noch einmal basteln. Forster verletzt, Rummenigge verletzt, Magath mit einer Achillessehnenreizung nicht dabei. Gelegenheit also für den einen oder anderen Spieler, sich möglicherweise doch noch nach Mexiko zu spielen. Die Entscheidung, wer letztlich hier bleibt, die muss Franz Beckenbauer ganz alleine treffen. Eder. Nach seiner guten Vorstellung in Bochum. Eckball, ja, klare Sache. Gute Duelle zwischen Van Tichelen und Rudi Völler. So, und jetzt nach 9,5 Minuten der erste Eckstoß für das bundesdeutsche Team. Riegel war da fast dran. Breme. Ja, eine mutige Direktabnahme von Andreas Breme. Das kann er ja und das wollen die Zuschauer und auch sicherlich Franz Beckenbauer sehen. Das Spiel mit Risiko. Zweiter Eckball nun von der linken Seite.
Pierre Libarski. Wieder gespielt auf Breme. Gutes, gefälliges Spiel der Holländer. Schnell. Und ohne große Schnörkel. Handspiel von Matthias Herget. Er lässt Möhrer weiterlaufen. Breme. Matthäus Libarski. Läuft gut im Moment. Alloff. Das war die erste, wie ich meine, gefällige Kombination im deutschen Team. Und sie führt zum dritten Eck. Sie hören vielleicht die Anfeuerung der Zuschauer, stimmgewaltige Kulisse. Rudi Völler, vielleicht zum vorletzten Mal eine große Kulisse. Sie wissen, am Pfingstmontag das zweite Relegationsspiel gegen Fortuna Köln in einem so prächtigen Stadion. Eins gegen eins heißt es hier. Oh, da hat Rob de Witt vielleicht etwas zu lange gezögert. Aber da sah die deutsche Abwehr im Moment des schnellen Gegenzuges gar nicht so gut aus. So, der junge Stürmer Johnny van der Schip von Ajax wird den Ball hereinbringen. Kein Problem für Uli Stein. Bis zur Mittellinie haben die Spieler von Franz Beckenbauer im Moment sehr viel Raum. Ah, das war ein bisschen böse von Wouters, der da dem Rudi voll in die Socken trat. Berthold. Missverständnis zwischen Berthold und Klaus Allofs. Das kann natürlich passieren in einer Mannschaft, die immer noch bemüht ist, die richtige Abstimmung zu finden vor Mexiko. Und da muss man auch das eine oder andere mal nachsehen können. Ja, Rudi Völler wird da hautnah markiert. Berthold, der im Moment so keinen echten Gegenspieler hat, könnte sich also mehr ins andere Spiel einschalten. Alles beim Einwurf. Matthäus, Rolf. Alles Völler. Ja, schön hat er das gemacht, der Briegel hat gesehen, dass da das rechte Toreck frei war. Schöne Einzelleistung von Hans-Peter Briegel. Die erste große Chance für die deutsche Mannschaft. Wir sehen sie hier noch einmal. Ja, das macht er ganz gefühlvoll, sehen Sie. Da fehlten nur Zentimeter. Nach einer knappen Viertelstunde also die große Gelegenheit für Briegel, das 1:0 zu erzielen. Abseits. Ja, Matthäus und Berthold auf der rechten
und Briegel und Brehme auf der linken Seite sollen das Spiel nach vorne treiben. Johnny van der Zip. Ja, sie wechseln ihre Position und greifen jetzt auch mit vier Mann an. Gut aufgepasst hat der Norbert Eder. Gerald Fahnenberg. Aufgestützt von Cholit. Schönes Zuspiel, vielleicht ein Tick zu weit. Wouters. Kuhmann, der eigentlich gerne mit nach vorne geht. Blind, Kuhmann. Es ist bislang ein Spiel mit wechselndem Tempo. Nicht zu schnell. Von der Taktik gezeichnet. Man tastet sich ab. Fahnenberg. Und es ist interessant, dass die beiden Spitzen sowohl auf deutscher als auch auf holländischer Seite wirklich hautnah gedeckt werden. Da gibt es jetzt einen indirekten Freistoß, nachdem Van der Zip abgedrängt wurde. Ja, Sie sehen, Norbert Eder hatte da wohl auch den Ellenbogen ein wenig zu Hilfe genommen. Dritter Eckball für die Gäste. Gerald Fahnenberg. Oh, da ist er schnell, der Fahnenberg. Ja, und Andreas Brehme, zunächst riskant, aber dann gut aufgepasst. Target, der sich in dieser Position als Libero sicherlich viel wohler fehlt. Da macht er auch keinen Hehl draus. Kriegt er noch. Immerhin der vierte Eckball, denn das war ja kein geradezu brillantes Zuspiel auf Klaus Allofs, der sich den Ball gerade noch an der Außenlinie erlaufen konnte. Also von der linken Seite dann Pierre Littbarski. Brehme könnte querlegen, ja. Ja, das wollen die Zuschauer sehen. Lothar Matthäus aus der zweiten Reihe. Und da muss man auch mal was riskieren, wenn man merkt, dass die Abwehr von Kuhmann bislang vorzüglich organisiert da geordnet steht, dann die Möglichkeiten aus der zweiten Reihe nutzen. Fahnenberg. Barski musste wechseln. Ja, schön. Klaus Allofs.
Ja, und sofort ist die Begeisterung da, wenn die deutsche Mannschaft mal schnell direkt nach vorne spielt. So wie hier Klaus Allofs, Sie sehen Entfernung, gut 18 Meter. Ja, und da muss sich Van Breukelen schon lang machen. Der Keeper aus Eindhoven. Ich glaube, das war Briegel und Berthold, die sich da gegenseitig etwas behinderten bei diesem Kopfstoß. Ah, da hat Herge, da musste er rechts rausspielen, da war Matthäus ganz frei, da hat er sich einfach verzettelt. Van der Schip. Macht bislang ein gutes Spiel, der 22-jährige Stürmer aus Ajax. Die Deutsche Bank mit zum Teil sehr ernsten Gesichtern. Ja, und er, Franz Beckenbauer, er muss letztlich entscheiden, wer zu Hause bleibt. Schönes Zuspiel auf Klaus Allofs. Sie sehen es, liebe Zuschauer, bis zur Mittellinie dürfen die Deutschen spielen. Dann werden sie attackiert, dann werden die Räume auch eng. Deswegen müsste man, wie ich meine, schneller und direkter nach vorne spielen. Schöner Wechsel jetzt auf Briegel. Da sind die Räume eng. Ja, Franz Riffelen immer hautnah bei ihm, hat auch jetzt gedrückt. Ja, auch das hat Schiedsrichter Franz Wörer sofort gesehen. Van Breukelen ordnet seine Vorderleute. Ja, und da kommen sie raus, die Holländer, mit 8-9 Mann. Und so ähnlich ist ja die deutsche Mannschaft zweimal überrascht worden in Bochum gegen Jugoslawien. Wibarski. Im Moment alles noch ein bisschen brav aus. Wieder Kuhmann.
Ja, das mutet im Moment so an wie ein höfliches Abtasten beider Mannschaften. Jetzt, da bereits 25 Minuten gespielt sind im Dortmunder Westfalenstadion, 0:0. Es mögen etwa 2.000-3.000 Schlachtenbummler aus Holland herübergekommen sein. Man muss ja sagen, dass die Mannschaft um Rinus Michels im Moment nicht mehr die Popularität genießt, die sie gerne hätte. Beim letzten Heimspiel gegen Schottland waren es nur 15.000 Zuschauer. Und so wäre es natürlich für Rinus Michels schön, heute mit einem Erfolg in Deutschland so das ramponierte Ansehen des niederländischen Fußballs wieder ein wenig aufzupolieren. Er war ja jahrelang krank, er war einige Monate krank, nachdem er von Köln wegging, scheint aber jetzt auf dem besten Wege der Genesung. Abseitsstellung von Politz. Dann Leichtsinn in der deutschen Abwehr. Oh, und das musste eigentlich die Führung sein. Johnny Panic-Chip hatte sie praktisch auf dem Kopf. Sie sehen hier nochmal, Pullit der Antritt, Berthold berechnet den Ball etwas falsch, Uli Stein besteht die erste Bewährungsprobe und wieder Unsicherheit in der deutschen Abwehr und fast eine ähnliche Situation wie vor wenigen Sekunden. Ja, das sahen wir auch in Bochum einige Male, ungeordnete Verhältnisse in der Abwehr und hier gleiche Höhe von Rudi Völler mit Libero Kuhmann. Und Franz Stanzel, das ist der Linienrichter drüben auf der Seite, hob zurecht, wie ich meine, die Fahne. Vorspiel von Briegel an. Trifft klar das Standbein des holländischen Kapitäns. Oh, das roch aber doch gefährlich nach Abseits. Aber Rob de Witt wusste mit seiner Chance nichts anzufangen. Ja, liebe Zuschauer, in Bochum wachte die deutsche Mannschaft ja eigentlich auch erst auf, als die Jugoslawen das 1:0 erzielten. Ich meine, es könnte schon ein wenig forscher angehen. Riegel. Breme. So, Riegel gegen Tannenberg. Eckball. Der sechste Eckball für das deutsche Team. Und man sieht immer, wenn wirklich schnell gespielt wird, dann entwickeln sich auch Gefahrenmomente. So wie hier durch Briegel. Kein Problem für Van Breuken. Und auffällig ist auch, dass Ruud Gullit, der Kapitän, gerade bei Eckbällen der deutschen Mannschaft direkt am eigenen 5-Meter-Raum zu finden ist. Matthäus Ahloffs im Abseits, Völler im Abseits, pardon.
Nach einer halben Stunde heißt es in Dortmund zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden weiterhin 0:0. Und aus dem deutschen Mittelfeld, meine ich, da müsste mehr hervorgebracht werden, sodass die beiden Spitzen Völler und Alofs sich auch richtig entfalten können. Sie werden hautnah gedeckt und brauchen ihre Räume. Und die entstehen zweifellos dann, wenn aus dem Mittelfeld druckvoll gespielt wird. Dann kann man eine Abwehr auch überraschen. Und da läuft im Moment zu wenig. Vielleicht jetzt. Breme, Erget. Ungenaues Abspiel auf Briegel. Weit zurückhängen jetzt. Die ersten Pfiffe. Franz Beckenbauer präsentiert bislang eine gute halbe Stunde ein Orchester ohne Dirigenten. Berthold Sieger gegen De Witt. Breme. Wieder zu lang gezögert. Prolet dazwischen. Da hat Rolf Glück, als er den Ball zu weit abspringen lässt, dass da Fahnenberg nicht richtig getroffen hat. Bisher sehr auffällig im holländischen Team. Rüd Krolitz. Man muss sagen, das Spiel der Holländer bislang gefälliger. Auch wenn hier der Pass von Fahnenberg ins Tor ausrollt. Aber vielleicht wird es ja besser. In Bochum steigerte sich die deutsche Elf ja auch im Laufe der Spielzeit. Berthold. Eder. Klare Sache. Kuhmann ging da regelwidrig zur Sache. Man muss sagen, bislang eine doch durchweg faire Auseinandersetzung. Hier haben wir noch einmal die Attacke des holländischen Liberos, Ronald Kuhmann. So, dreimal beim Freistoß. Breme. Ja, das ist für Van Breukelen ja nicht nur ein Schüsschen gewesen. Kante, Abspiele. Zum zweiten Mal Glück für die deutsche Mannschaft. Rob De Witt, der da abzog. Und da war ein Verteidigerbein dazwischen. Norbert Eder war es, glaube ich. Mit einer bislang soliden Vorstellung, ähnlich wie in Bochum, das muss man sagen. Der vierte Eckball für Holland. Hier sehen wir es nochmal. Ja, gerade noch dazwischen. Norbert Eder, der zur Pause sicherlich hinausgehen wird, so ist es abgesprochen. Wieder bleibt Eder Kopfballsieger. Dani Blind.
Sie haben viel Freiräume, die holländischen Spieler, im deutschen Strafraum. So, jetzt schnell aufbauen. Breme. Zählen wir mal die Anspielstationen. So, 9 Stationen und schon sind wir am gleichen Platz. Matthäus. Völlerkopfball. Ah! Na, wer sagt's denn? Da müssen noch mal Einzelleistungen herhalten. Hier war es der Antritt von Lothar Matthäus, das kennen wir ja. Und dann herrlich der Kopfstoß, aber ebenso gelungen auch die Parade von Hans van Breukelen. 36. Minute. Ja, ein Tor täte dem Spiel wirklich gut. Lipaski, hier sehen wir wieder Politz im streitenden Strafraum. Ah, weggerutscht Rudi Völler. Berthold. Und jetzt der Gegenzug. Mann. Leichtsinnig von Lipaski. Da muss man wirklich die Luft anhalten. Völler. Nicht gerade souverän, was der Uerdinger Libero bislang hier abliefert. Auch er ein Bruder Leichtfuß. Norbert Eder. Ah, da wäre er vielleicht besser alleine gegangen. Er hatte viel Raum. Briegel. Kein Foul. Es gibt den Eckball. Und zwar den 8. für die deutsche Mannschaft. Nach 38 Minuten. So, jetzt ein schönes Türchen. Und schon bekäme das Spiel sicherlich eine andere Würze. Völler macht das 1:0. Oh, das gönne ich ihm, das muss ich sagen, das tut ihm gut. Nach seiner Verletzung hatte er schon einen gelungenen Einstand in Bochum und hier sehen wir es noch einmal mit dem Hinterkopf. Ja, da werden Erinnerungen an Mexiko wach. Uwe Seeler damals im denkwürdigen Spiel gegen England und jetzt raffiniert hat er das gemacht. Keine Chance für Van Breukelen. 1:0. 30. Spielminute, das 1:0. Also für die deutsche Mannschaft. Nationalmannschaft. Und das Tor erzielte, wer könnte es anders gewesen sein, die Nummer 9, Rudi Völler. So, vielleicht lassen sich andere Spieler nun mitreißen. Lipaski. Ja, Foulspiel, Jan Wouters war das. Spielt in Utrecht, in der nächsten Saison wechselt er zu Ajax. Ah, da wird das Rudi hier bei den Zuschauern richtig lang gezogen. Er genießt sehr viel Sympathien hier auch beim Dortmunder Publikum. Und Follett.
Oh, da hat sich Berthold aber schön verladen lassen, nicht aber Stein. Bisher souverän, ohne Fehler. Und ich finde es ja auch ganz wichtig, dass Franz Beckenbauer auch mal den zweiten Torhüter, um es mal so zu formulieren, testet. Denn es ist ja durchaus möglich, dass er in Mexiko spielen muss. Abremel kam da nicht ganz heran. Da hat Danny Blind aufgepasst. Gerald Fahnenberg. Ah, da wurde Berthold festgehalten. Indirekter Freistoß also für die deutsche Mannschaft, knapp 4 Minuten vor dem Pausenpfiff, beim Stande von 1:0 durch das herrliche Kopfballtor von Rudi Völler. Libarski auf Briegel, wieder Völler und Tor! Tor, Rudi Völler! Ja, da kann man nur applaudieren, blitzschnell, und das zeichnet ihn aus. Da hat er einmal Zentimeter Luft und Raum. Kopfball Briegel. Blitzschnelle Drehung von Bröcklin erneut geschlagen. 2:0. Fußballherz, was willst du mehr? In 3 Minuten macht Rudi Völler hier 2 Tore. Von allen Verletzten, die Franz Beckenbauer hat in diesen Wochen, wird ihm im Moment sicherlich Rudi Völler die wenigsten Probleme bescheren. Briegel. Ja, jetzt sind gleich 2 Niederländer bei ihm. Jan Wouters kümmert sich jetzt auch um den Bremer Mittelstürmer. Otto Rehhagel, der Bremer Trainer, wird dies sicherlich mit ein wenig Wehmut verfolgen, dass Rudi vielleicht 14 Tage zu spät wieder explodiert. Herget. Und schon entwickelt sich doch viel mehr Selbstvertrauen. Eder, Matthäus, Alofs. Nun läuft es auch besser im deutschen Team. Der lässt liegen für Bremen. Ah, jetzt wollen sie zaubern. Ah, Spiele zwischen Holland und Deutschland hatten immer ihren besonderen Reiz. Es gab riesige Spiele, nicht nur das WM-Finale von 74 in München. 78 traf man sich in Cordoba, 80 in Neapel. Das waren immer Spiele von hohem Entscheidungswert. Und diese Auseinandersetzung ist sicherlich auch heute ein Prestigeduell. Die Holländer möchten zu gerne zeigen, dass sie eigentlich doch nach Mexiko gehören. Nur unglücklich gegen Belgien ausgeschieden sind. Aber im Moment sieht es gar nicht so gut aus. Oranje Bove kann man nicht sagen, man hat die Fahnen eingezogen. Berthold. Wieder Völler, ah, da wollte er raffiniert mit einem feinen Trick Libarski in Szene setzen, aber der war selbst überrascht. Aber eins kann man sagen, auch wenn jetzt versucht wird, brasilianisch zu spielen auf deutscher Seite, es hat eine gute halbe Stunde gedauert, bis zum Tor von Rudi Völler. Da wurde das Spiel der deutschen Mannschaft selbstsicherer, da wurden auch die Schwächen im Mittelfeld überdeckt, selbstbewusster gespielt, direkter, und schon konnte man sehen, da war Holland in Not. Der Abpfiff von Schiedsrichter Franz Wörer nach 45 Minuten
Es heißt 2:0 durch zwei wundervolle Tore von Rudi Völler, die wir gesehen haben. So gehen beide Mannschaften in die Kabinen. Ich glaube, die Zuschauer haben zumindest 20 Minuten lang guten Fußball gesehen, zumindest auf deutscher Seite. Die Holländer, das muss man auch sagen, haben nicht enttäuscht. Hoffen wir auf spannende zweite 45 Minuten. Bis dahin dürfen wir uns für einige Augenblicke. So, wollen wir schauen, ob es einen Wechsel gegeben hat. Ich sehe Wolfgang Funkel. Er ist für Norbert Eder in die Mannschaft gekommen. Hier haben wir den Krefelder bei seinem Länderspieldebüt. Hoffen wir und gönnen wir ihm ein gutes Spiel, ebenso wie dem zweiten Mann, der jetzt hineingekommen ist, Heinz Gründel vom HSV. Sie haben es gehört, verehrte Zuschauer, zweimaliger Wechsel also im deutschen Team und soweit ich erkennen kann, hat Rinus Michels die gleiche Elf beibehalten. Kuhmann, ein Wechsel war also wie gesagt vorab besprochen mit Franz Beckenbauer, Norbert Eder. Und ich glaube, ich kann sagen, dass Norbert Eder nach seinen Vorstellungen in Bochum und auch 45 Minuten lang hier in Dortmund die Fahrkarte nach Mexiko wohl in der Tasche hat. So, Freistoß jetzt durch jenen Mann, der bislang am meisten auffiel im orangefarbenen Trikot der holländischen Mannschaft, Ruud Gullit. Und das war nicht ungefährlich. Ein Geschoss von Ronald Koeman von Ajax Amsterdam. Zehnmal trug er bislang das Trikot der holländischen Mannschaft. Ein umsichtiger und eigentlich sicherer Libero. An beiden Toren konnte er nichts machen. Oh, Herget. Funkel, Herget, die Uerdinger Achse. Hans-Peter Riegel mit viel, viel Raum jetzt an der linken Seite. Andreas Brehme, der bislang nicht enttäuschte. Matthäus. Berthold. Ah, Danny Blind, der holländische Verteidiger. Und der Gegenstoß über Siloy. Gullit. Hakelei mit Berthold. Heinz Gründel. Ah, jetzt doch erheblich mehr Bewegung im deutschen Team als in den Anfangsminuten. Wolfgang Funkel wirkt immer ein wenig schlaksig. Aber ein gutes, sicheres Auge für seine Mitspieler. Alois Berthold, Gründel.
Rudi Völler auf Hargit. In letzter Sekunde aus der Abseitsstellung heraus. Heinz Gründel sollte mal wechseln. Van Tichelen, der mit Rudi Völler doch erhebliche Probleme hatte. Gut aufgepasst von Riegel. Da ist schon elegant, was Kulit da fabriziert. Fahnenberg und Uli Stein. Foul von De Witt. Das sehen wir gleich nochmal. Sperren ohne Ball nennt man sowas, aber es war nicht böswillig. Aber das war eine versteckte Attacke von Danny Blind, der zu Recht hier ermahnt wird von Schiedsrichter Franz Wörer. Ja, da traf er das rechte Schienenbein von Andy Brehme. Die rechte Seite im Moment völlig frei, aber herrliches Zusammenspiel zwischen Brehm und Alof. Ja, diesmal hat Van Tichelen aufgepasst. War ein bisschen hoch das Bein von Wouters. Gründel gegen Wouters. Foulspiel. So, Freistoß Lothar Matthäus, 53. Minute, Spielstand 2:0 durch zwei Tore von Rudi Völler. Das war Wolfgang Funkel und das zeichnet auch seine Gefährlichkeit aus, nicht nur im Uerdinger Spiel. Seine Stärke im Kopfball ist bekannt. Wir sehen hier noch einmal, wie der Lange aus Uerdingen hochsteigt. Aber da er angegriffen wurde von Kuhmann, den Ball nicht richtig setzen konnte. Jetzt Kulit gegen Wolfgang Funkel. Der Uerdinger bleibt Sieger. Hannes Schritt. Ja, und da hat Matthias Hager zweifellos geschoben. Auch das hat Franz Wörer gesehen. Er sollte da nicht rummeckern, der Uerdinger Libero.
So, fünfter Eckball für die Gäste aus unserem Nachbarland. Uli Stein aus Doch sollte man anfügen. Fehlerlos bislang. Matthäus, eins fällt auf, dass das Spiel nun bei weitem direkter läuft als in den ersten 45 Minuten. Rehme. Man merkt dem Franz Beckenbauer doch an, wie angespannt er ist in diesen Tagen. Foul von Matthias Herget. Tja, Herget oder Augenthaler, auch diese Frage wird für Franz Beckenbauer sicherlich nicht einfach sein. Auch Matthias Herget nicht frei von Fehlern heute. Die Holländer nun doch etwas aggressiver als in der ersten Hälfte, als man die deutsche Mannschaft immer bis zur Mittellinie ins Spiel kommen ließ. Nun wird früher attackiert. Wolfgang Funkel hat nun die Bewachung von Johnny Franis Schipp übernommen. Ja, Heinz Gründel darf sich in den nächsten Minuten mit dem kleinen Jan Wouters auseinandersetzen. Schön gemacht von Klaus Allof. Breme. Wolfgang Funkel, der die ersten zwei Kämpfe gegen Franz Hipp klar für sich entscheiden konnte. Kapitän, kämpferisch sicherlich ein Vorbild. Ja, Sie sehen, die Holländer machen die Räume nun weitaus enger, spielen aggressiver. Zum zweiten Mal innerhalb von 10 Minuten empfindlich getroffen am rechten Bein. Der Neumünchner Andreas Brehm.
gutes Stellungsspiel von Uli Stein. Abseits von Lothar Matthäus. Gleich 4-5 Schritt. Ja, das Umschalten von Abwehr auf Angriff im deutschen Spiel hat Höhen und Tiefen. Drei, vier Bilderbuchkombinationen haben wir gesehen. Gerade nach dem ersten Treffer. Kuhmann. Rob de Witt. Und Briegel gegen Fahnenberg. Tja, ich möchte auch nicht gegen ihn spielen, Hans-Peter Briegel. Zweikampf ungemein stark. Sie sehen es. Ja, ein Zehnkämpfer, denn ein Fußballer. Da hat Klaus Allof sich aufgestützt. Der Kölner hatte einige gute Szenen bislang im Spiel. Schön jetzt gesehen auf Rolf. Matthias Herget, und wieder sind die Räume wirklich verstellt. Gründel. Immer dann, wenn mal ein deutscher Mittelfeldspieler sein Herz in beide Hände nimmt und mal auf eigene Faust was riskiert, dann ergeben sich Gelegenheiten für das deutsche Team. Ansonsten viele Stationen, da wird brav hin und her gespielt, ohne großen Raumgewinn. Und dann immer wieder diese ungenauen Zuspiele, dadurch Ballverluste und dadurch wieder einer der Angriffe. Rob de Witt, nicht immer aus der Ball. Ja, Wolfgang Funkel erhält viel Applaus hier, hat sich gut eingeführt in das Spiel der deutschen Mannschaft. Anfeuerung für die Gäste nach einer Stunde, Spielstand weiterhin 2-0. Zweimal Rudi Völler, bislang wirklich der einzige im deutschen Team, der wahre Glanzlichter setzte. Drei Chancen, zwei Tore für den Bremer. Da haben wir ihn wieder. Kopfstoß von Kuhmann, aber ohne böse Absicht. Muss der Wechsel kommen, da ist er auf Berthold. Sonogi. Rehme. Ein Tick zu lang gezögert, Andreas Brehme.
Foulspiel von Gründel. Auch im holländischen Team wird es möglicherweise in den nächsten Minuten Veränderungen geben. Zwei Spieler laufen sich warm. Linus Michels hat ja nur 15 Spieler mitgebracht. Hullit jetzt aber. Ja, und da sehen Sie, der fackelt nicht lange. Chancen haben sie allemal in diesem Spiel, die Gäste aus den Niederlanden. So, und ich glaube, jetzt deutet sich ein Wechsel an auf holländischer Seite. Doch zuvor noch einmal die Möglichkeit von Ruud Gullit. Wilbert Tsufrein von Fortuna Sittard wird ins Spiel kommen. Ein Mittelfeldspieler mit der Nummer 14. Die holländische Nationalmannschaft wechselt aus. Es gehen hinaus die Nummer 2, Danny Blind. Rob de Witt und Danny Blind, Sie hören, es gehen hinaus. Und es sind hineingekommen mit der 12, John Bosman, und mit der 14, Wilbert Tsufrein. Also Wilbert Tsufrein aus Fortuna Sittard, ein Mittelfeldspieler, und John Bosman, ein Stürmer von Ajax Amsterdam. Er trägt die Nummer 12. Er macht also heute, hier haben wir ihn, sein zweites Länderspiel. Wolfgang Funke gleich bei ihm. Jetzt Völler van Tichelen. Ja, da ist der Rudi vorbei. Oh, das hätte ich nicht gepfiffen. Ich glaube, darüber kann man streiten. Beide Spieler waren ins Trudeln geraten. Oh, da war er weggerutscht, Matthias Herget. Das passierte jetzt schon einigen Spielern. Das liegt vielleicht daran, dass die Feuchtigkeit so ein wenig herunterzieht hier im großen Rund des Westfalenstadions. Dadurch der Boden etwas schlüpfrig wird. Oh, leichtsinnig von Wolfgang Funkel. Und da muss Uli Stein den Fehler ausbügeln. Die erste Gelegenheit für John Bosman. Matthäus attackiert von Kuhmann. Peter Buwe haben wir hier, einer der vier Mittelfeldspieler. Sie wirken sehr leichtfüßig und elegant, die Fußballer aus Holland. Und das war der zweite Patzer von Wolfgang Funkel. Hoffentlich wird er jetzt nicht nervös. Er hat gut angefangen. Kuhmann. Und die Gäste setzen nun, da noch gut 20 Minuten zu spielen sind, doch mehr auf Offensive. Aber das bietet sicherlich dann auch Möglichkeiten zum schnellen Gegenzug. Bosman, Fahnenbörch, Hans-Peter Brüch. Wolfgang Funkel bleibt im eigenen Haus, spielt zu Matthias Herget. Im Moment ist dann ein bisschen die Luft raus innerhalb der deutschen Mannschaft. Und so gibt es auch vereinzelte Pfiffe hier auf den Rängen. Man möchte doch zu gern noch einen schönen Endspurt sehen hier. So, Kompliment an den Unparteiischen, an Herrn Wörer aus Österreich, der bisher fehlerlos die Partie geleitet hat. Keine großen Probleme hatte im Übrigen.
da wieder einer der typischen Ausrutscher. Man müsste sicherlich jetzt etwas längere Stollen haben. Rossmann gegen Briegel. So, kleine Rangeleien wie die von Klaus Allofs hemmen weiter in den Spielfluss. Abseits, abseits. Das waren rund zwei Schritte. Ja, das Team von Franz Beckenbauer. Am heutigen Abend als Information für Funk, Fernsehen und Presse 36.000 Besucher. Nun haben wir die offizielle Zahl. Ich wollte eben sagen, das Team von Franz Beckenbauer, den wir hier sehen, reagiert im Moment nur auf das Angriffsspiel der Holländer. Und er ist sichtlich auch unzufrieden mit dem, was seine Spieler im Moment auf dem Rasen zu bieten haben. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch eine ernsthafte Verletzung hinzu. Auch hier haben wir die Entwicklung. Das war eine Attacke von Sonny Siloy an Klaus Allofs. Der Kölner, der heute für den verletzten Karl-Heinz Rummenigge ins Spiel gegangen ist, er hat gute Ansätze gebracht, wie so häufig in einigen Länderspielen, aber so die ganz große Leistung, die wir von ihm im Verein kennen, die hat er auch noch nicht bringen können. Hier noch einmal die Attacke von Sonny Siloy. Aber Gott sei Dank, Klaus Allofs ist wieder auf den Beinen. Und am Spielfeldrand laufen sich weitere bundesdeutsche Spieler warm. Franz Beckenbauer hat ja alle, die in der Sportschule waren, mitgenommen und auf die Bank gesetzt. So, und da kommt nochmal jetzt Stimmung auf. Andreas Brehme war das mit einem beherzten Schuss aus gut 30 Metern. Hans van Breukeling verhindert einen höheren Rückstand. Eckball Allofs. Oh, Unsicherheit von Van Breukelen. Ja, diesmal drehte der Ball nicht vom Torhüter weg und da hat sich Van Breukelen sich nicht irritieren lassen. Wilbert Schiffrein von Fortuna Sittard bekommt hier zurecht, wie ich meine, die gelbe Verwarnungskarte, die erste im Übrigen in dieser Begegnung. Ja, ich meine, das muss nicht sein. So, Rudi Völler geht nach großer Leistung hinaus und für ihn kommt der Gladbacher Frank Mill für die letzten 15 Minuten ins Spiel. Die deutsche Mannschaft hat noch einmal ausgewechselt, hinausgegangen ist mit der 9 Rudi Völler.
Die Chance also für den Gladbacher Mittelstürmer. Die Frage bleibt natürlich offen, wer bleibt zu Hause? Da wird viel spekuliert, da werden Namen genannt wie Wolfgang Funkel, Uwe Rahn, Frank Mill war dabei, Allgöwer Gründel, Guido Buchwald. Die Entscheidung letztlich muss Franz Beckenbauer ganz allein. Hollitt gegen Haggett. Der Holländer bleibt Sieger. Ah, da war Wolfgang Funkel dazwischen. Da wollte John Bosman schon ausholen. Franz Kripp. Unverkennbar die Überlegenheit der Gäste in den letzten 20 Minuten. Spielerisch. Sicherlich im Mittelfeld. Aber vielleicht reißen sich die Spieler von Franz Beckenbauer noch einmal zusammen, so in den letzten 15 Minuten. Ein Abseits. Und gut mitgespielt von Uli Stein, der in seinem 6. Länderspiel tadellos agierte. Foulspiel von Matthias Haggett an Ronald Koeman aus Ajax Amsterdam. So, wir haben es noch mal gesehen. Freistoß also jetzt. Alle Spieler im eigenen Strafraum, bis auf Klaus Allofs, der genau auf der 16-Meter-Linie steht. Oh, da hatten sie ein bisschen Glück. Allen voran Thomas Berthold. Hollitt. Peter Buwe. Ja, da fordert John Bosman einen Eckstoß, aber ich glaube, der Holländer war zuletzt am Ball und so gibt es zu Recht, ich meine, Abschlag vom Tor von Uli Stein. 12 Minuten vor dem Ende, der Spielstand weiterhin 2:0 durch zwei Tore von Rudi Völler, der vor wenigen Minuten mit stürmischem Applaus zu Recht, wie ich meine, von den Zuschauern hier verabschiedet wurde. Frank Mill, gerade am Ball für ihn gekommen. Eigentlich schade, dass der Spielfluss innerhalb des deutschen Teams doch so abgerissen ist. Oh. Uli Stein kann glänzend parieren, aber gegen diesen Schuss von Johnny van der Schritt aus Ajax ist auch er machtlos. Nur noch 2:1 heißt es in Dortmund. Schauen wir uns noch mal an. Die glänzende Parade von Uli Stein. Und dann Fackel kann das Schiff aber auch nicht lange. Berthold kommt da um Bruchteile von Sekunden zu spät. Und da hat das deutsche Team prompt die Quittung für das Spiel, was sie hier in den letzten 20 Minuten den Zuschauern boten. Tja, hochverdient muss man sagen, dieser Treffer für die Gäste, die einfach die besseren Spielanteile entwickelten.
Jetzt wird es, glaube ich, noch einmal einen Wechsel geben innerhalb der deutschen Mannschaft. Karl Allgöwer kommt ins Spiel. Lothar Matthäus, der mir in Bochum eigentlich besser gefallen hat als heute, das muss ich einfach sagen, geht hinaus. Aber was soll's? Letztlich zählen ja die Wochen in Mexiko und da wird sicherlich auf Lothar Matthäus verlassen. So, mit Alofs, Mill und Allgöwer haben wir jetzt drei gelernte Stürmer noch vorne. Vielleicht läuft ja noch was zusammen, so in den letzten 9 Minuten. Karl Allgöwer scheint seine Verletzung überwunden zu haben. Er machte ja prächtige Spiele für seinen VfB. Oder Leichtfuß aus Uerdingen. Matthias Herget. Ja, Herget oder Augenthaler. Jubel bei den Gästen aus Holland, die auch mit dem Spiel ihrer Mannschaft in der zweiten Hälfte durchaus zufrieden sein können. Olid, da ist schon ein Ballartist. Wolfgang Rolf, unauffällig mit großem Laufpensum. Allgöwer, versuchter Doppelpass mit Frank Mill. Ja, eigentlich wirklich schade. Die beiden Tore von Rudi Völler stimmten so versöhnlich. So, jetzt müsste es aber eigentlich auch für Herrn Kuhmann die gelbe Karte geben. Das war nämlich schon zum wiederholten Male eine wiederholte Attacke. Berthold. Funkel, noch 7 Minuten. Ah, das wäre schon versöhnlich, wenn die letzten 7 Minuten so enden würden wie die der ersten Hälfte. Allgöwer. Ah, Sie sehen, da wird hautnah gedeckt. Jetzt spielt Matthias Herget erstmal zurück zum Torhüter, geht auf Nummer sicher. Die Quittung, Pfiff im Westfalenstadion. Das war auch jetzt überflüssig, denn da boten sich gleich 2 Mitspieler an. Alofs, da hat er wieder festgehalten worden. Aber Schiedsrichter Wöhre hat Vorteil laufen lassen. Karl Allgöwer hat nicht das Quäntchen Glück. Schauen wir uns die Attacke nochmal an. Klares Foul von Sonny Siloy an Alofs. So, noch 4,5 Minuten, meine Damen und Herren. 2:1 der Spielstand durch die Tore von Rudi Völler, der in der 39. und der 42. Minute erfolgreich war. Foulspiel jetzt von Alofs. Das Gegentor durch Fanne Zschripp
auf holländischer Seite. Hochverdient dieser Treffer. Aber vergessen wir auch nicht bei der Würdigung dieser Partie, dass die deutschen Nationalspieler nach einer langen, aufreibenden Saison einen knallharten Konditionslehrgang hinter sich haben, demzufolge auch mit ihren Kräften ein wenig haushalten müssen. Sie haben sicherlich nicht enttäuscht in dieser Begegnung. Es gab einige Lichtblicke. Sicherlich einen herausragenden Rudi Völler. Oh, und dann nochmal die große Chance für Johnny van de Schip. Da musste er eigentlich seinen zweiten Treffer machen. Der 22-jährige Ajax-Stürmer. Sicherlich auch ein hoffnungsvolles Sturmtalent für Rinus Michels. Hullit mit viel Spielraum und dann völlig frei. Direktabnahme von Johnny van de Schip. Ja, und da hat er das Schiff, sprich den Kasten, weit verfehlt. Die Partie in den letzten Minuten leider, zumindest aus deutscher Sicht, völlig zerfahren. Das liegt natürlich auch mit am ständigen Wechsel. Da muss man sich erstmal herantasten, sich beschnuppern. Da stimmt natürlich längst nicht jede Abstimmung zwischen Frank Mill, den wir hier sehen, zwischen Karl Allgöwer. Schönes Solo jetzt. Allgöwer Kopfball. Breme. Ah, das sah zumindest noch mal gut aus. Drei Minuten sind noch zu absolvieren. Und dann muss Kaiser Franz, der große Fußballer und jetzige Teamchef der Nationalmannschaft, da muss er Farbe bekennen. Dann werden 22 große Koffer ausgegeben, 4 kleine. Wer sie bekommt, Franz Beckenbauer, wird es wissen. Und Sie, liebe Zuschauer, sicherlich auch, morgen will er sie bekannt geben. Kuhmann. Rein, dann Siloy, alles nun in der deutschen Hälfte und Endstation für die Stadt. Die letzte Minute läuft, Klaus Allofs gleich gegen zwei Mann. Läuferisch stark wie eh und je Klaus Allofs, aber in der Abstimmung, da stimmt da auch halt nicht alles. Aber das trifft fast für alle Spieler zu, das muss man sagen. Auch Wolfgang Funkel, der hineinkam, der einen Rieseneinstand hatte, die ersten zwei Kämpfe gewann, dann zweimal patzte. Jetzt wieder Kopfballsieger bleibt gegen Kolit. Tja, die letzten Sekunden sind angebrochen. Wünschen wir dem Teamchef Franz Beckenbauer eine glückliche Hand bei der endgültigen Nominierung seines WM-Aufgebots. Schließlich muss er 4 Spieler zu Hause lassen. Die Entscheidung wird er, wie gesagt, morgen bekannt geben. Man kann ihm nur eine glückliche Hand wünschen. Klaus Allofs. Matthias Herget. Vielleicht der Abschluss. Tor! 3:1, Matthias Herget in der 90. Minute. Ein Abschluss, der wirklich persönlich stimmt. Das Spiel ist aus.
Zweimal Rudi Völler, Matthias Herget, der Gegentreffer von Johnny van der Zwip zum 3:1 für die deutsche Mannschaft. Oder lässt Schiedsrichter Wöhrer nochmal anpfeifen? Nein? Wir sehen noch einmal den Treffer von Matthias Herget, der heute einige Höhepunkte zu bieten hatte, aber auch wieder leichtsinnig war. Und wie ich sehe, hat mein Kollege Klaus Schwarze bereits Franz Beckenbauer am Mikrofon. Wir machen sofort, ja. Bei AC Milan. Ah, das war sein rechter, etwas schwächerer Fuß, sonst hätte er sicherlich abgezogen. In der Mitte war keiner mitgelaufen. Hans van Breukelen vom neuen holländischen Meister PSV Eindhoven. Und das ist der Libero der Holländer. Das ist Ronald Koeman. Also Sie sehen weite Pässe. Koeman spielt ähnlich wie Matthias Herget im deutschen Team. Mal vor, mal hinter der Abwehr. Stets bemüht, das Angriffsspiel schnell und unkompliziert nach vorne zu tragen. Jeder, die Holländer stören frühzeitig. Völler. Ja, die deutschen Spitzen sind gut abgeschirmt. Van Kichelen kümmert sich um Rudi Völler, während Siloy von Ajax Amsterdam die Bewachung von Klaus Allofs übernommen hat. Ja, und dieser Mann hat eigentlich schon alles gespielt in seinem Verein, außer die Position des Torhüters. Er ist der Kopf, die tragende Säule dieser Mannschaft. Riegel Herget. Wieder Völler gegen Van Tichelen. Ja, und da gibt es Freistoß. Rudi Völler deutet zwar an, er habe der holländischen Fußballnationalmannschaft, der große Star des Teams, Ruud Gullit vom neuen holländischen Meister PSV Eindhoven. Und hier haben wir gleich die Aufstellung von Breukelen, ohne Frage die Nummer 1 im holländischen Team. Und dann gibt es dort auch einige Änderungen. Rinus Michels muss so auf erfahrene Spieler wie Marco van Basten, Frank Rijkaard und Michael Falke verzichten. Und hat im Sturm mit De Witt einen erfahrenen Stürmer und mit der Nummer 9, das ist Johnny van der Zwip. Er hat sein erstes Länderspiel gemacht vor wenigen Tagen gegen Schottland. Der Kapitän der bundesdeutschen Mannschaft, das darf ich noch anfügen, ist heute Hans-Peter Briegel. Und beim Anstoß Rudi Völler und Klaus Allofs. Und der dürfte heute besonders motiviert sein. Wir erinnern uns, unter Rinus Michels in Köln wurde er häufig gedemütigt, ausgetauscht. Und im Spiel gegen die Niederlande war er zuletzt besonders erfolgreich bei der Europameisterschaft 1980, als er nämlich in Neapel gleich 3 Tore erzielte. Thomas Berthold, der viel Schwung in das Spiel der deutschen Mannschaft brachte in Bochum. Dann mit der Nummer 10 Andreas Brehme, jetzt im Mittelfeld. Erste Attacke von Litbarski. Rolit. Rolf, der Hamburger, der das Mittelfeldspiel beleben soll, hat viel Raum. Und die erste Attacke gegen Rudi Völler, der nach seiner Verletzung in Bochum doch hervorragend auftrumpfte, wünschen wir ihm, dass ihm heute ein ähnlich gutes Spiel gelingt.
Vandenberg. Rehme. Ja, und da war blitzschnell John van der Zwip dazwischen. Polit. Und freie Fahrt für Danny Blind. Ja, man merkt den Gästen an, es ist ein eingespieltes Team. 6 Spieler von Ajax Amsterdam sind dabei. Sie bilden praktisch das Gerippe dieser Elf. Und für Rinus Michels ist dieses Spiel ja auch sehr wichtig. Denn am 15. Oktober heißt es in Budapest die erste Qualifikation zur Europameisterschaft. Und zuvor hat er aufgrund der Sommerpause und der Weltmeisterschaft keine Möglichkeit mehr zu einem internationalen Vergleich. Norbert Eder. Rudi Völler, attackiert von Van Tichelen. Ja, schnelles Direktspiel, Klaus Allofs. Westfalenstadion ist gut, das Wetter lädt förmlich ein zum Fußballspielen, kann man sagen. Und das ist Schiedsrichter Franz Wörer aus Österreich, Hauptschullehrer in Wien mit großer internationaler Erfahrung. Er hat schon 3-mal ein Spiel der bundesdeutschen Mannschaft geleitet. Und links sehen wir den Mannschaftskapitän der Gäste aus den Niederlanden. Das ist nicht etwa der Bruder vom Tennisspieler Yannick Noah, den wir vor 3 Jahren auch in solch einer Haarpracht sahen, sondern der Kapitän. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im Dortmunder Westfalenstadion. Willkommen zum letzten Test der Nationalmannschaft vor dem Abflug zur Weltmeisterschaft. Der Gegner aus Holland, kein unbeschriebenes Blatt, zwar in Mexiko nicht dabei, aber Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Mannschaften hatten ja immer schon ihren besonderen Reiz. Sie sehen das weite Rund des Westfalenstadions fast gefüllt. Es mögen gut 40.000 Zuschauer sein, die sich bisher eingefunden haben. Und was sicherlich am meisten interessiert ist, wie spielt die deutsche Mannschaft. Was das Team von Franz Beckenbauer angeht, die Zeit des Pokerns geht zu Ende. Heute heißt sein Spiel 17-4. 17 Tage bis zur Weltmeisterschaft, 4 Spieler bleiben hier. Hoffentlich ist nicht ein Trumpfass dabei. Denn es gab Ärger im deutschen Team. Ärger um Toni Schumacher, den wir hier rechts im Bild sehen. Aufgrund eines Zeitungsinterviews, er hat gesagt, die Stimmung in der deutschen Mannschaft sei schlecht. Franz Beckenbauer war stinkesauer. Vor 2 Stunden gab es eine Aussprache zwischen Schumacher und dem Teamchef, den wir hier sehen. Das Thema ist vom Tisch. Aber Schumacher sagt, in Mexiko gebe ich keine Interviews mehr. So viel zur Vorgeschichte und nun zur Aufstellung der deutschen Mannschaft. Uli Stein im Tor, Berthold von Frankfurt ist dabei, Hans-Peter Briegel, Eder, sein zweites Länderspiel heute, Matthias Herget wieder Libero, Rolf Litbarski, Matthäus, Brehme, Völler und Allofs im Angriff, die Nationalhymne.